Und damit recht herzlich willkommen zurück zum Train Simulator 2017 hier bei Nordmann TV Play mit mir, dem Zenges. Wir sind unterwegs auf der Erweiterung der Strecke Berlin-Leipzig namens Schwere Fracht für Sedin. Unterwegs sind wir mit der Baureihe 232 der Ludmilla von Virtual Railroads und unterwegs sind wir auf einen oder mit einem Szenario, was mit bei der Streckenerweiterung ist, genauso wie die Lokomotive übrigens. Und wir holen jetzt gerade eine brennende Lokomotive ab, beziehungsweise den Zug der brennenden Lokomotive. Und das ist doch mal was Interessantes. Ja, wir haben nämlich Bereitschaftsdienst und ja, wir haben Pech gehabt, weil genau in unseren Bereitschaftsdienst ist diese etwas unliebsame Aufgabe gefallen. Aber so ist es halt mit dem Bereitschaftsdienst. So, die Kollegen hier haben alle die Pantographen schon runter. Die richten sich also scheinbar auf eine längere Standzeit ein. Wobei ich auch da nicht wüsste, warum die Pantographen runtersetzen. Man weiß es nicht. Oh, da steht auch der erste Personenzug. Das ist natürlich übel für die Fahrgäste. Aber wenn die Lok brennt, da machst du nichts, ne? Da machst du nichts. Was ist hier für eine Firma ansässig? Rewe. Das ist eine Anspielung auf Rewe. Rewe. Komm, lass zu Rewe gehen. So, wir dürfen drüber fahren. Sehr schön. So. Blinkt auch was, wunderbar. Boah, schön. So. Was ist das denn jetzt? Warum zischt das Biest so? Ich mag nicht, wenn es so zischt. Ich weiß echt gerade nicht, warum die Lok so gezischt hat. So, da hinten ist auch jetzt das Gleis gesperrt. Ist auf jeden Fall, wie heißt das Signal jetzt? SH1? Ist das SH1? Ich weiß es nicht. Experten, sagt mir die Abkürzung von diesem Signal. Das ist doch dann, nennt sich doch dann Schutzsignal, oder wie nennt sich das nochmal? Ach, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gerade nicht drin in der Materie. Ich muss mein Signalbuch zur Hand haben. Wo ist es, wenn man es braucht? Aha, da sehen wir doch schon Rauch aufsteigen. Das Biest brennt also noch. Also das finde ich echt gut gemacht, das muss ich echt nochmal sagen. Dürfen wir hier passieren? Ich weiß es gerade nicht.
Weil eigentlich ist das doch so eine Wartetafel. Und da müsste doch jetzt eigentlich. Moment. Oder sehen wir das einfach nur von oben nicht? Zwei weiße Lichtlein aufleuchten, wenn wir fahren dürfen. Naja, nutzen wir diese Chance, um uns den Brand mal ein bisschen genauer anzugucken. Was hier eigentlich Sache ist. Und das ist eine wirklich sehr ungewohnte Sache. Macht man das so? Liebe Feuerwehrexperten, darf man das so machen? Macht man das wirklich so? Ist das schon mal vorgekommen? Ich meine, die Idee ist ja gar nicht mal so verkehrt, einfach den Zug da, den Feuerwehrwagen oben drauf zu packen. Aber darf man das überhaupt? So, hier ist auf jeden Fall die, oh Überraschung, 143, Baureihe 143, die brennt. Und der Kollege sitzt da noch entspannt drin. Jo, ist schön warm hier. Nochmal einen Aufguss drauf tun. Alter, er ist wahrscheinlich schon an den Giftgasen da drin erstickt. Ja, der guckt auf die Uhr, meine Güte, wie lange dauert das denn noch, bis das Ding aufhört zu qualmen? Die schauen auf die Uhr, während sie die Löschkanone halten. Löschkanone, sag ich schon. Schlauch. Hat ein bisschen was von Minecraft gerade, ne? Aber echt coole Szenerie, muss man sagen. Allerdings, ganz ehrlich, der Typ steht da oben, also der hätte man doch gesperrt. Außerdem, warum steht das Ding hier? Warum steht das Ding ausgerechnet auf diesem Abstellgleis? Haben die das dann. Gucken wir uns das alles nochmal an. Also hier steht auf jeden Fall eine S-Bahn. Cool. Hier steht S-Bahn. Schön. Hier ist auf jeden Fall der Zug, glaube ich, den die Lokomotive eigentlich gezogen hat. Einen relativ langen Kesselzug. Und dann wie müssen wir uns das vorstellen? Also es. Das ist ja auf dem Gleis. Also wird ja wahrscheinlich von da gekommen sein. Und dann ist halt jetzt die Frage, haben die dann die Lokomotive extra hier hingefahren, darüber, hier irgendwo über die Weiche, dann zurück und dann zum Abstellgleis, damit die da ausbrennen kann? Aber dann ausgerechnet unter diese Überführung? Bezweifle ich. Naja, aber trotzdem schön, ein bisschen Blaulicht hier zu sehen. Hier Polizei und noch zwei Fahrzeuge der Feuerwehr. Die ganzen Bahnmitarbeiter, oh, wir stecken gerade im Baum fest. Ich finde, das gibt schon was her. Auch wenn ich jetzt überhaupt nicht weiß, ob das so realistisch ist. Ich finde, es sieht schön aus. Und hier haben wir Berliner Busse tatsächlich. Finde ich auch schön. So, gehen wir kurz über die Straße, weil hier ist dann tatsächlich auch der Flughafen. Und das ist auch cool. Und da startet gerade jemand. Guckt's euch an. Das ist schon cool. Ist auch eine realistische Länge eigentlich vom von der Runway her. Ja, okay, ich würde sagen, wir gehen mal wieder rein und gucken, ob da irgendwas leuchtet. Ansonsten fahren wir jetzt einfach ganz vorsichtig weiter. Ich hoffe, dass das so gedacht ist. Weil eigentlich glaube ich nicht. Oder gilt das nur. Nee, das gilt, glaube ich, nur für den Rangierverkehr, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir fahren auf jeden Fall jetzt mal langsam und vorsichtig hier vorbei. Waren auf jeden Fall nochmal die ganzen Leute da und sehr schön finde ich, das ist ein schönes Detail. Hier, die Oberleitung wurde geerdet. Das könnte natürlich der Grund sein, dass die den Saft abgestellt haben und deswegen einfach die Pantos runtergemacht haben, damit hier eben nichts passiert. Aber natürlich immer schön erden, bevor man sowas macht. Da hinten wird auch geerdet. Also wie gesagt, ich kann mir kaum vorstellen, dass das so gemacht wird, aber
Es sieht schön aus. Naja, die Experten von der Feuerwehr werden uns da schon was Schönes drunter schreiben. Ich habe einmal mitbekommen, tatsächlich, das war echt fast schon wieder lustig, wie ein Auto ausgebrannt ist. Das war echt krass, muss man echt sagen. Das war so ein VW-Bulli, ein älterer. War eigentlich schade, der war umgebaut zu einem Wohnmobil. Und da war es halt so, der Fahrer wollte den nur aus so einer Scheune fahren. Ist jetzt erstmal nichts Verwerfliches, ne? Hat sich reingesetzt, Motor gestartet. Und dann hat er hinten auf einmal so eine Stichflamme gesehen. Also das hat er erzählt, das habe ich nicht gesehen. Aber dann ist er geistesgegenwärtig noch rausgefahren, hat richtig Gas gegeben, hat den Wagen aus der Scheune geholt. Das war das Beste, was passieren konnte, weil da sind Pferde in der Nähe, da ist Stroh gelagert, da sind andere Autos gelagert, da sind, das ist glaube ich auch Heizöl irgendwo, ne? Das wäre echt nicht schön, wenn die Scheune, oder beziehungsweise das ist so ein Rundhof, wenn das alles in Flammen aufgegangen wäre. Das wäre echt übel gewesen. Aber dazu ist es zum Glück nicht gekommen. Weil der hat den eben auf dem Hof gefahren, ziemlich mittig. Und dann ist das Ding einfach abgefackelt. Und das habe ich dann gesehen. Also ich dachte ja so, Gott, was ist denn da los, ne? Irgendwie ein bisschen viel Rauch, ne? Und dann siehst du da so einen Bulli brennen. Und du kannst auch nichts machen. Du sitzt dann einfach da und denkst so, ja schade. Und dann kommt die Feuerwehr. Hat er noch gefragt, sind da Gasflaschen drin? Jo. Aber hat jetzt nicht groß schockiert. Hat einfach gesagt, okay, holen wir gleich raus. Haben sie dann auch irgendwann. Also als das Ding schon abgefackelt war. Aber die halten doch einiges raus. Ich weiß gar nicht, ob wir hier hin sollen. Warten wir mal kurz. So, jetzt kommt dann Ladebalken. Ladebalken, sage ich schon. Aber irgendwas passiert. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns jetzt gleich gesagt wird. Da ist schon eine schöne Lok. Gut gemacht. Der Zug hat Flughafen Berlin-Schönefeld ohne Fehler erreicht. Die Fahrt ist hiermit beendet. Ja, ich würde sagen, hiermit ist auch die Folge beendet. Und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge, weil das Szenario besteht aus zwei Teilen. Bis dahin, tschüss, euer Zengis.